Ja, guten Tag. Für die, die da bleiben, ich heiße Rainer Wotny von der Hanffabrik in der Uckermark. Ja, in der Uckermark gibt es eine Hanffabrik tatsächlich und die leite ich seit 17 Jahren. Und warum gibt es die Hanffabrik? Weil wir vor 18 Jahren den ersten Schritt der Legalisierung begannen. Den ersten Schritt damals vor 18 Jahren. Und seit 18 Jahren warten wir auf den zweiten Schritt der Legalisierung. Der erste Schritt heißt, der Faserhanf wurde freigegeben und seitdem passiert nichts. Im Gegenteil, der Faserhanf wird immer mehr zurückgedrängt. Heute Morgen habe ich Faserhanf mitgebracht, 100 Pflanzen ungefähr. Und die Polizei kam an und was hat sie gemacht? Konfisziert die Pflanzen, Faserhanf. Ich habe eine Genehmigung dafür. Ich habe eine Erlaubnis, die habe ich vorgezeigt und der wurde beschlagnahmt. Und was passiert immer jeden Tag? Selbst der Faserhanf wird durch Gesetze mehr und mehr begrenzt. Wie soll es dann zum zweiten Schritt führen? Und warum geschieht das? Warum werden Gesetze immer wieder erlassen, die noch mehr zurückdrängen, anstatt vorwärts zu gehen? Weil die Pharmaindustrie Angst hat vor dem Medizinalhanf und die Erdölindustrie Angst hat vor dem Faserhanf. Und warum haben sie Angst? Weil sie um ihre Profite fürchten. Weil der Medizinalhanf die Profite der Pharmaindustrie kürzen kann. Und weil der Faserhanf die Profite der Erdölindustrie kürzen kann. Davor haben sie Angst. Und deswegen werden die Gesetze gemacht, dort drüben. Aber ich sage euch, ich mache seit 17 Jahren Hanf zu nachwachsenden Rohstoffen. Hanf ist der Stoff der Zukunft. Das sage ich Ihnen auch, die da drüben im Reichstag. Hanf ist der Stoff der Zukunft und darum geben die ihn frei. Also ich kann das nur unterstützen. Hanf ist wirklich als Faser, als Stoff zum Tragen im Sommer optimal. Und es ist einfach untergegangen, weil das, was der Rainer gerade beschrieben hat, eben halt seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten immer wieder passiert. Das geht nicht weiter so. Deshalb sind wir auch heute hier bei der Hanfparade der 17. Meine Wahl, Hanf legal.